Hallo, mein Name ist Juli. Ich gehe in die Klasse 6b und zeige euch heute die Dragonfly Pose. Für die Dragonfly Pose müsst ihr euch auf den Bauch legen, eure Arme zu euren Schultern anwinkeln, dann die Beine beide hoch. Das eine Bein heben und mit dem anderen Bein runter. So ist die Dragonfly Pose. Ihr könnt es auch gerne von der anderen Seite nochmal machen. Und die ist sehr gut für eure Hüften, für den Rücken und für Tummy Bug. Hi, my name is Lila Bakkenagel and I'm going to be doing the Dragonfly Pose. So, you lie on your stomach and hands have to be underneath your shoulder blades. Lift one leg up like this and just lift it up a little bit higher. Afterwards, you take your other leg and you put it underneath your knee. Ich gehe in die 6C und ich werde jetzt die Dragonfly Pose machen und erklären. Also als erstes legt man sich flach auf den Boden. Dann winkelt man sein eines Bein an, hebt es hoch und stützt es mit dem stützt es am Knie mit dem anderen Bein, mit dem anderen Fuß. Auf der anderen Seite dann eigentlich genau dasselbe. Man hebt sein Bein hoch und stützt es mit dem Fuß des anderen Beins. Es hilft sehr, wenn man so Bauchschmerzen hat und auch fürs Stretchen. Hello, my name is Letu and today I'll be doing the dance pose. Your hand up. Carry your leg. Make sure you don't wobble. And then you slowly lift that up. Hallo, mein Name ist Sarah Schamm, ich gehe in die 6C und ich werde jetzt die Dragonfly Pose zeigen. Als erstes legt man sich auf den Bauch, die Hände ein paar Zentimeter von dem Gesicht entfernt. Dann streckt man das eine Bein so halb hoch, mit Zehenspitzen schön gerade, also schön spitz, tut es ein bisschen hoch und mit dem anderen Bein stützt man dann das andere Bein. Hi, my name is Daniela and today I'm going to be demonstrating the Dragonfly Pose. The Dragonfly Pose is good for stretching thighs and your hips and strengthening your back and is good for when you have a tummy ache. With your arms tucked up to your armpits, you're going to lift up one leg high and you're going to hold it there with your other foot by your knee and hold it for 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Hallo, ich bin Nikela und ich mache euch heute eine Yoga-Pose. Die heißt Tierpose, Rehpose und wie die geht, zeige ich euch jetzt. Ja? Und wir winkeln eins an und tun das über ein gerades Bein. Am besten sollte das auf dem Boden flach bleiben. Wir haben einen geraden Rücken und tun den gleichen Arm sowie dein langes Bein hinter dein angewinkeltes Bein. Dieser Arm kommt hinter ein, dass man nicht umkippt und man macht einen geraden Rücken. Dann versucht man nach hinten zu gucken. Diese Pose ist sehr gut, um deine Schultern, Arme, Beine und Rücken zu stretchen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht bis nächstes Mal.